Was geht, Leute? Ellie Carter ist schon wirklich eine Schlüsselfigur irgendwo, weil sie wirklich den Mut hat, das Ganze auszusprechen, was ihr widerfahren ist. Natürlich sagen hier und da die Leute, Verschwörungstheorie, ich bin ein Verschwörungstheorie-Kritiker normalerweise. Aber ich muss fairerweise sagen, ich glaube ihr, ich tue ihr Glauben schenken. Warum? Weil ich finde, es ist sehr plausibel, was sie hier von sich gibt. Und es ist nicht irgendwie etwas Erfundenes, weil in der Vergangenheit schon von ihr Dinge gesagt wurden, die im Nachhinein dann sich als wahr herausgestellt haben. Und dementsprechend sage ich einfach, okay, abwarten und Tee trinken. Ich tue dieser Person erstmal Glauben schenken und höre mir das Ganze an. Und sie als geschädigte Person hat halt sehr viele Details und sie tut halt Name-Dropping betreiben. Und in diesem Video erklärt sie nochmal eine Sache, was ich oft in den Kommentaren gelesen habe. Und zwar, warum geht sie zu diesen Partys immer wieder, zu diesen Freak-Off-Partys von PDD, wenn ihr sowas widerfahren ist? Ich würde kein zweites Mal dahin gehen, auf gar keinen Fall, nicht mal einmal hingehen. Aber ihr versteht schon, was ich meine. Sie erklärt das hier klipp und klar, warum sie das getan hat. Und das ist sehr interessant. Bleibt auf jeden Fall dran, Leute. Ich muss es leider immer wieder erwähnen, weil es sonst Leute vergessen. Vergesst nicht, diesen Kanal zu liken, beziehungsweise dieses Video, damit es auch andere Leute sehen können und sich verbreitet, weil es sehr wichtig ist. Und das andere ist, in die Kommentare irgendwas zu schreiben, damit der Algorithmus gepusht wird. Ich danke euch und wir gehen rein. Okay, vertrau mir. Ich sage, ich versuche nur, euch allen zu helfen. Moment, ich mach einen Tick lauter. Die Videos sind immer so schrecklich leise. So. Zu verstehen. Bleibt bei mir. Ich versuche, euch zu helfen, es zu verstehen. Wiederhole das, weil ich nicht sage, dass es das ist, was passiert ist. Wenn es eine Gruppe von Kindern gibt, ist es der Menschenhändler. P. Diddy kommt an die Kinder heran. Sagen wir, in dieser Gruppe von Kindern war Justin Bieber. Es gibt Verträge. Okay, es gibt Verträge für Codes innerhalb dieser Person. Also können sie eine Fernbedienung nehmen und diese Person ausschalten. Britney Spears, wenn sie wollen. Lindsay Lohan, wenn sie wollen. Amanda Bynes, wenn sie wollen. Okay. Also nehmen wir an, es gibt einen. Nehmen wir an, es gibt einen Vertrag für Justin Bieber. Wenn P. Diddy Justin Bieber in die Finger bekommt, gehört ihm die Hälfte dieser Mäntel. Wenn Usher denselben Vertrag hatte und Bieber an P. Diddy verkauft hat, K. Usher und P. Diddy besitzen jetzt Teile von Justin Biebers Vertrag. Verstehst du, was ich meine? Wenn also einer untergeht, muss auch die andere Seite des Codes untergehen. Ja, sehr plausibel. Und somit würde ich sagen, ist Usher Mittäter, weil Usher natürlich den jungen Justin Bieber zu P. Diddy gebracht hat. Sonst wäre eventuell das nie geschehen. Und das wusste er auch. Und er selber ist ja ein Geschädigter. Und sogar P. Diddy soll ja auch selbst ein Geschädigter von einem anderen gewesen sein. Aber naja, das ist wie gesagt Spekulation. Aber was wir wissen, Usher hat auf jeden Fall den jungen Justin Bieber zu P. Diddy gebracht. Und hat den, wie gesagt, gehörten Anteil vom Kuchen von seiner Musik. Und wir wissen ja, dass Justin Bieber sehr erfolgreich ist. Das heißt, Justin Bieber, wie auch P. Diddy, bekommen einen großen Kuchen ab von Justin Bieber, seiner Musik. Wenn Eigentum mit dieser Person, Kevin Hart, verknüpft ist, weil sie etwas damit zu tun hatten, dem Handel mit Bieber, dann wird ihr Eigentum untergehen, weil dieses Eigentum einen Code hat. Es gibt einen Code für alles. Deine Sozialversicherungsnummer ist wie ein Code. Okay. Aber abhängig vom Level von MK Ultra veranstalten Leute Auktionen für die Codes dieser Person. Wenn ihr wisst, Leute, was MK Ultra ist, schreibt es mir sehr gerne in die Kommentare. Da bin ich wirklich überfragt, was es da genau auf sich hat damit. Sie können sie also mit einer Fernbedienung bedienen, wie einen Fernseher, und sie ausschalten, lauter stellen. Benutzen sie jemand anderen. Ändern sie es, wann immer ihnen danach ist. Setzen sie ein Lesezeichen darauf. Vertrau mir. Vertrau mir. Setze ein Lesezeichen. Okay. Ich weiß, dass es jetzt wahrscheinlich keinen Sinn ergibt. Ich glaube, die meint damit, merkt euch diesen Punkt einfach. Aber setze ein Lesezeichen. Sie hat wirklich Hänger manchmal. Aber versteht man auch bei dieser Thematik. MK Ultra wird verwendet. Aber damit MK Ultra den nötigen Fuß fassen kann, muss es mit satanischem rituellem Missbrauch verbunden sein. Extremes Trauma, Demütigung, einfach Böses auf einem Niveau, das ihr euch nicht vorstellen könnt. Es ist mir egal, was ihr alle über Trump denkt. Ich bin mir nicht sicher, was ich über Trump denken soll, aber er sagt euch in vielen Dingen die Wahrheit. Ihr versteht einfach nicht, was er sagt, wenn er sagt, dass sie Hunde und Katzen fressen. Hunde und Katzen fressen. Dankeschön, Monika. Für den Abonnement. Hunde und Katzen fressen. Fragezeichen. Er bereitet eure Herzen und euren Verstand auf die Tatsache vor, dass satanischer ritueller Missbrauch bald in großem Stil ans Licht kommen wird.
Voodoo wird bald in großem Stil ans Licht kommen. Kannibalismus wird bald in großem Stil ans Licht kommen. All diese Dinge stehen im Zusammenhang mit MK-Ultra. Und das alles hängt mit Menschenhandel zusammen. Wenn MK-Ultra erst einmal vorhanden ist und man satanischen rituellen Missbrauch verwendet hat, um sich mit MK-Ultra zu verbinden und jemanden zu programmieren, programmieren sie die Kinder, damit sie sie als Sklaven oder Delta-Attentäter oder was auch immer sie von ihnen erwarten, verwenden können. Dann kommen der Menschenhandel und all diese Dinge ins Spiel. Aber zuerst müssen sie die Basis und das Fundament haben. Ich war auf einigen Partys ein Gastgeschenk. Ich spule ein bisschen zurück. Nach einem gewissen Punkt der Traumatisierung, nach einem gewissen Punkt, an dem ich erkannte, dass mich niemand um meiner selbst willen liebte, sondern nur für das, was ich konnte, oder was auch immer, die Tatsache, dass die Leute das von mir dachten, als ich ein kleines Kind war, war ich so naiv. Verstehen Sie, was ich meine? Ab einem bestimmten Punkt war es mir also egal, wer was tat. Ich wollte einfach nur gesehen werden. Wow. Und ich weiß, dass viele Leute kann sagen, ja, es gibt Zeiten in deinem Leben, an denen du denkst, ich will einfach nur, dass sich jemand darum schert, ich will einfach nur, dass mich jemand sieht und ich will einfach nur, dass mich jemand liebt, okay? Also, ich war oft dort, weil ich oft missbraucht worden bin. Und ab einem bestimmten Punkt war ich wirklich gefühllos. Es war mir egal. Viele Leute, die mit mir zusammen waren, nannten mich einen Verräter, weil sie das Gefühl hatten, ich wäre einfach gegangen. Okay, sie erklärt halt hier, damit ihr es nochmal versteht vielleicht, an diejenigen, die es noch nicht verstanden haben, sie hat gerade erklärt, warum sie öfters dahin gegangen ist. Sie wollte immer wieder gesehen werden, sie wollte Ansehen haben, sie wollte jemand sein. Jeder hat immer diese ganzen Sachen versprochen bekommen, aber im Endeffekt wurde nichts eingehalten. Es wurde einfach nur schamlos die Naivität und alles ausgenutzt, wie ihr wisst. Das ist halt das, was sie hier nochmal zum Punkt bringt. Und bis zu diesem Punkt habe ich mir das angehört, um zu wissen, ob es interessant für euch ist oder nicht. Danach, jetzt was jetzt kommt, weiß ich nicht. Ich wäre auch sauer auf mich selbst, weil ich aufgehört habe. Ich habe aufgehört, mich um irgendetwas zu scheren. Es war mir egal. Es ist alles einfach. Es ist, als ich weg war. War es nicht? Ich war viel, viel. Aber ich bin nicht geheilt. Okay. Ich bin immer noch wütend. Es tut immer noch sehr weh. Und wir kommen immer noch nicht weiter. Also mir. Es war mir egal. Und in einem Raum zu sein, wo einem die Leute das Blaue vom Himmel versprechen, lässt einen irgendwann einfach taub werden. Dinge über mich, die wahrscheinlich keinen Sinn ergeben. Aber ich war ein Kind. Und diese ganze Situation, alles, worüber wir reden, alles, worüber ich gesprochen habe, ich war unter 18. Und nochmal Leute, gell, sie lacht zwar, aber das ist einfach ihre Art, glaube ich, um das Ganze zu verarbeiten oder wiederzugeben. Weil ihr müsst euch vorstellen, das Ganze war live. Das Ganze ist live auf Instagram gewesen, wie ich gerade gesehen habe. Es wird ihr alles andere als leicht fallen. Sie hat sehr viele Hänger die ganze Zeit, das seht ihr nicht, weil dieses Video, wenn ihr es seht, gecuttet ist, geschnitten ist, sodass sie keine Hänger hat. Aber sie hat sehr viele Unterbrechungen, wo sie einfach nur ihr Lenkrad anguckt. Fangen wir damit an. Okay, ich wurde oft in Pflegefamilien verkauft. In meinem Leben ist viel mit der Familie passiert, bei der ich war. Okay. Die Berichte des Jugendamts gehen bis zum Alter von 3 Monaten zurück. Ich erinnere mich, dass ich 4 Jahre alt war und von da an alles seinen Lauf nahm. In Ordnung. Also, nie in meinem Leben kam mir vieles falsch vor, bis ich meine Zwillingsschwester traf. Nichts schien falsch zu sein. Ich sage dir die reine Wahrheit. Und sogar als ich sie traf, dachte ich mir, weißt du, es ist okay. Im Ernst, es ist okay. So ist Liebe. So soll es sein. Okay. Ich versuche immer noch, Worte für das Geschehene zu finden. Ich versuche immer noch, Worte zu finden, denn jedes Mal, wenn wir etwas tun, wie eine eidesstattliche Erklärung abgeben oder mit jemandem sprechen, kostet mich das viel Kraft. Ich glaube, die Leute verstehen das nicht. Autopflege, hot and fast. Dankeschön für dein Abonnement. Die Albträume, die Flashbacks, das Gänsehautfieber, das Gefühl, kaum eine Sache tun zu können, ohne das Gefühl zu haben, dass alles für immer enden wird. Man möchte weglaufen. Du verstehst das Gefühl nicht, als ob man denkt, es sei noch jemand bei einem. Und die eigenen Klamotten fühlen sich jeden Tag einfach nicht richtig an. Okay, also Kriegsstraftäter. Einen Klaps auf die Finger und oh, ich liebe sie, auch wenn man sie nicht kennt, sie sind meine Idole, auch wenn man sie nicht kennt, hat man sie nie im Leben getroffen. Aber die Opfer leben jede Sekunde eines jeden einzelnen Tages mit etwas und es geht nie weg. Viele Leute werden mich in manchen Situationen fragen, warum ich dort war. Ja.
Wie bin ich da hingekommen? Ich war ein Kind. Ich war ein Kind. Und ich dachte immer, wenn ich nicht schreie und brülle, sei das keine Vergewaltigung. Stimmt auch nicht. In diesem Fall passiert eine Menge. Diese Freak-Off-Partys sind keine Freak-Off-Partys. Es passiert eine Menge. Es gibt lebensgroße Räder, an die Leute Kinder hängen und sie drehen und entscheiden, wer auf welche Art Sex hat. Es gibt so viele Dinge. Es gibt Körperkuchen. Es gibt Partygeschenke und ich meine so etwas wie, du weißt schon, du packst eine kleine Geburtstagstüte aus, wie wenn du zu einer Geburtstagsparty gehst und bevor du gehen kannst, kannst du eine dieser kleinen Geburtstagstüten vom Tisch nehmen und dann gibt es Spielsachen und all dieses Zeug für den Partybesuch. Ja, stattdessen gibt es Kinder. Okay. Ich muss ganz kurz einmal hier einlenken. Könnt ihr euch noch erinnern, dass jedes Mal P. Diddy Happy Birthday gesungen hat? Also langsam denke ich, dass Happy Birthday das damit gemeint ist, Leute. Also es könnte damit gemeint sein. Damit wäre die Frage eventuell auch beantwortet, warum er willkürlich einfach für Leute Happy Birthday gesungen hat, obwohl die gar keinen Geburtstag hatten. Fragen über Fragen, Leute. Das ist eine Theorie, keine Tatsache. Aber es ist sehr verwirrend, Leute. Sehr verwirrend. Ich stelle mir das alles bildlich vor, damit ihr das versteht, gell? Also ich bin so ein Mensch, wenn ich etwas höre, ich stelle mir das direkt bildlich vor. Und das ist schrecklich. Schrecklich. Sie nennen sie Partygeschenke. Okay, ich versuche wirklich, das rauszuhauen. Ich habe es heute Abend wirklich schwer. Und ich weiß nicht, warum es mir heute Abend wirklich schwer fällt. Denn ich musste alles stoppen und mich umdrehen und wir machen das schon wieder. Und die Sache ist die, ich kann Informationen preisgeben. Aber erst wenn ihr mit noch mehr Informationen überhäuft werdet, sagen die Leute, okay, das stimmt. Ich verstehe. Nimm nicht einfach ein Wort und mach einfach damit weiter. Aber einem Teil meines Gehirns geht es gerade nicht gut. Also Leute, sie redet wirklich gerade ein bisschen wirr, gell? Also wundert euch nicht, das ist nicht die schlechte Übersetzung. Sie redet gerade wirklich ein bisschen verwirrt. Also kann man ihr aber auch nicht übel nehmen, ne? Also wirklich. Denn ich denke mir, wenn ich das alles mache, ich kann es bleiben lassen. Ich stelle einfach die eidesstattliche Erklärung ein und komme dann wieder zurück, weil ich versuche, es rauszuhauen. Und es ist nicht, ich weiß nicht, warum es nicht kommt, denn was mich auch ärgert, sind Journalisten und Leute, wenn sie ihr Konto monetarisieren und mir Nachrichten schicken. Ich gebe keine Informationen gegen Geld heraus. Das tue ich auch nicht. Informationen sind unbezahlbar. Und wir werden ihnen dabei nicht helfen. Nein, ich möchte nicht. Wir tun nichts. Also, wenn Sie uns Nachrichten schicken, wie, hey, Sie könnten auf meine Plattform kommen und es tun. Aber wenn Ihre Plattform monetarisiert ist, schreiben Sie uns bitte keine Nachrichten. Ich werde dir nicht gefallen. Ich sage es dir jetzt einfach. Ich werde dir nicht gefallen. Ich möchte die Informationen ausspucken. Ich habe eine Menge. Wir haben Informationen im Wert von Jahrzehnten. Hörst du, was ich dir sage? Okay, aber ich versuche es und alle sagen, mach es einfach. Ja, aber sieh mal. Du sitzt nicht genau hier. Und dies geht tiefer als wahrscheinlich nur ein finanzielles Problem. Kurze Abkühlung, Leute. Kurze Abkühlung. Es ist Zeit für einen Doppelkeks. Gönnt euch. Reicht. Gierigen Leute hier schon wieder. Nehmen 5 Stück. Es geht tiefer als ein spirituelles Problem. Es geht um mehr als nur ein Standortproblem. Es geht tiefer als ein Seelenproblem. Okay, es dauert eine Minute. Das Aufstehen dauert eine Minute. Es dauert eine Minute, bis man aus der Ecke raus ist. Und für diejenigen, die denken, okay, dann legen sie eine Aussage ab. Nein, denn die Wende auf Diddys Seite ist korrupt. Das wissen sie, oder? Wer würde jemanden verteidigen, von dem er ganz genau weiß, dass er ein Mörder, ein Vergewaltiger oder ein Kindersklavenhändler ist? Anwälte, die Geld riechen. Die alles für Geld machen. Menschen machen alles für Geld. Ja, ist nun mal so, leider. Wer würde so jemanden verteidigen, würden Sie? Nope. Nachdem Sie wissen, was getan wurde, nachdem Sie es wissen. Das ist eine Geldfrage. Oder, es ist Ihnen egal, was mit den Kindern passiert ist. Ihre Integrität ist Ihnen egal. Das ist nicht. Ich versuche es. Aber aus irgendeinem Grund klappt es nicht. Ich weiß nicht, was zum Teufel gerade mit mir los ist. Ich kann das Böse einfach spüren. Ich fühle das Gute, aber ich spüre auch, dass sich da ein Problem zusammenbraut. Ich versuche es. Ganz ruhig, KI, ganz ruhig. Ich versuche es. Sie wiederholt es aber auch. Was soll ich machen? Was gerade passiert, weiß ich nicht. Das tue ich wirklich nicht. Ich war bereit. Ich war bereit.
Und dann bin ich hier reingesprungen und dachte, ja, ich bin wieder da. Ich weiß nicht, was mit meinem los ist. Okay. Das war ein Partygeschenk. Was bedeutet das? Es war ein Partygeschenk. Das war jemand, den man vom Tisch nehmen konnte. Sie wollen mir also sagen, dass Sie Kinder unterbringen? Ich setze Kinder auf einen Tisch. Wie wenn du zu einer Geburtstagsparty gehst und sie haben für jeden, der kommt, Geschenktüten mit Süßigkeiten und Spielsachen darin und stellen sie auf den Tisch. Du willst mir also sagen, dass bei den Freak-Off-Partys sie setzen Kinder auf den Tisch statt Geschenktüten. Und dann können die Leute was tun? Sie nehmen dich vom Tisch und haben Sex mit dir, obwohl es gegen die Regeln ist, bestimmte Dinge wie Sex oder Sex im ganzen Haus zu tun. Manchmal ist das gegen die Regeln. Für mich war das zum Beispiel gegen die Regeln. Aber das war egal. Das war egal. Also kommen sie und suchen dich vom Tisch aus, machen mit dir, was sie wollen. Und was passiert dann? Dann setzen sie dich wieder auf den Tisch. Sie setzen dich wieder auf den Tisch, damit jemand anderes kommt und dich auswählt. Okay. Das nennt man einen Partygeschenkeffekt. Das ist nur eine der kleinen Dinge, die passieren. Die Freak-Off-Partys mit Kindern. Waren da Tiere? Holm. Ziegen. Haben sie die Tiere auf die Kinder losgelassen? Ja. Wie bitte? Die haben Tiere auf die Kinder losgelassen? Was? Also, das ist jenseits von Gut und Böse, Leute. Das ist, sowas habe ich noch nie gehört. Uff. Und wenn dir schlecht wurde und du dich übergeben musstest, weil es so ekelhaft war, was ist dann passiert? Du musstest es essen. Was? Du musstest dein Erbrochenes essen, wenn du dich übergeben musstest. Das ist satanischer ritueller Missbrauch. Okay. Ich hätte gerne euch vorgewarnt, aber ich habe es mir selber nicht angeguckt. Ich hätte euch gerne vorgewarnt und euch gesagt, dass das nichts für schwache Nerven ist, aber was soll ich euch sagen, hier sind wir hier. Das ist, was ist das? Auch Diddy war auf dieser Party? Denzel Washington war auf dieser Party? Ja. Birdman war auf dieser Party? Ja, war er. Und Young York? Ja. Und du willst mir erzählen, Denzel war da und es war nach eins, als er angeblich gegangen ist. Und Beanie Socken und eine Goldkette. Sie wollen mir also erzählen, dass Denzel Washington splitternackt war. Er trug eine Beanie Mütze, Socken und eine Goldkette. Und das war's. Vor Kindern. Lustig. Denn er stellt sich ganz schön scheinheilig dar. Das tun viele. Ich stelle mir das gerade bildlich vor. Das ist gerade auch mein Problem. Ich weiß nicht, ob ihr auch so seid. Lasst es mich wissen, Leute. Lasst mich wissen, was ihr denkt. Schreibt es in die Kommentare, was ihr denkt. Das ist total crazy, Mann. Das ist krank. Ich glaube, du hast mir auch erzählt, dass einer dieser Männer ein Muttermal hat. Oh. Linker Oberschenkel. Einer dieser Männer hat ein Muttermal auf dem linken Oberschenkel. Mhm. Sowas kann man nur wissen, wenn derjenige nicht die Hose anhat, logischerweise, ne? Es wird ja nicht gesagt, wer, aber wenn von Denzel Washington hier gesprochen wird, zuletzt dann kann ich mir vorstellen, dass er damit gemeint ist, ne? Eieiei. Ey, nochmal, gell, ich weiß nicht, ob das Ganze der Wahrheit entspricht oder nicht, aber das hört sich für mich sehr, sehr glaubwürdig an, was die Frau hier sagt. Denkt natürlich, was ihr denkt, ne? Also... Macht euch euer eigenes Bild, eure eigenen Gedanken. Ihr müsst nicht das glauben, was ich hier sage oder was ich denke. Hattest du sexuellen Kontakt mit Diddy, Denzel? Und ich weiß, dass wir Denzel nicht verpetzen. Du verpetzt Denzel vielleicht nicht, aber deine Mama verpetzt jeden verdammten Kumpel. Ich habe keine pädophilen Geheimnisse. Denzel? Yep. Oh. Birdman. Oh. Hat Birdman dir Dinge versprochen? So viel wie das, was er Lil Wayne in jungen Jahren versprochen hat. Lil Wayne? Weil wir, weißt du, gemeinsam das System teilen und auch gemeinsam Geburtstag haben. Ich weiß, viele von euch haben, gesehen. P. Diddy hat die Vormundschaft für viele kleine Kinder. Bro, wie geht das? Wie geht das? Was ist denn hier in dieser Welt los? Gibt es keinen Funken Anstand mehr? Gibt es keinen Funken Anstand mehr auf dieser Erde? Ist mit alles käuflich mit Geld, ist es wirklich völlig egal. So Leute sind einfach gottlos, wirklich. Das heißt, er hält ihre Verträge. Ich weiß, sie haben mich über alles Vertrag reden hören und wie oft er versteigert wird. Und die Dinge, die dabei herauskommen, wenn er versteigert wird. Wenn sie also sehen, dass er der Vormund dieser Kinder war, das bedeutet, dass er ihrem Kultra-Verträge hält. Waren sie das einzige Kind auf dieser Party? Nein, überhaupt nicht. Es waren so viele Kinder auf dieser Party. Waren auch so viele Prominente da? Also, das Ganze, dass sie zu einer bestimmten Zeit gehen, das stimmt nicht. Jeder muss DNA-Tests, Speicheltests, Tests machen, sein Telefon abgeben, Informationen preisgeben, alle Tracker oder Standorte, keine Waffen, keine Kameras. Okay, hier sind nochmal ganz spezielle Details, Leute, die ich so noch nicht gehört habe. Wenn ihr sie schon gehört habt, keine Ahnung wo, aber ich habe das noch nicht irgendwo gehört. Krass. Das mit den Kameras musste man, mit den Handys. Mehr wusste ich nicht. Speichelproben hin und her, das hat man jetzt noch nicht gehört. Das habe ich jetzt von ihr zum ersten Mal gehört. Also tut mir das leid. Aber jeder, der sich in diesen Kreisen bewegt,
erzählt ein paar Scheißkerle, egal ob er behauptet, früher gegangen zu sein oder nicht. Denn wenn sie früher gegangen sind, aber wussten, dass Kinder da waren, und sie es wussten, sie bewegen sich nicht in diesen Kreisen, ohne das zu wissen. Ja. Wenn jemand bereit ist, ein Kind zu vergewaltigen, sie haben überhaupt keine Integrität. Das heißt, sie sind auch Lügner. Das heißt, sie bringen wahrscheinlich auch Leute um. Das heißt, sie tun eine Menge, denn die niedrigste Messlatte, die man sich setzen kann, ist, Kindern nicht weh zu tun. Und wenn man diese Messlatte nicht einhalten kann, kann man sie für nichts anderes einhalten. Absolut. Also ist es keine plausible Erklärung oder Entschuldigung oder Ausrede, zu sagen, ich sei früh gegangen. Von einer Party, auf der Kinder brutal behandelt und vergewaltigt und sodomisiert und für Zoophilie und satanische Rituale missbraucht werden. Und das ist etwas, das sie wahrscheinlich mit einem Lesezeichen versehen möchten. Aber die Art, wie diese Dinge zusammenhängen, wird sie umhauen. Und es gibt keine Zufälle. Diese Dinge hängen zusammen wie ein Spaghetti-Klumpen. Ich weiß nicht einmal, wie ich das erklären soll, aber alles andere. Und wenn man an einer Sache herumschraubt, bekommt man einen Haufen anderer Dinge, die alle miteinander verknüpft sind, mit wem sie Geschäfte machen, mit wem sie verkehren, wo sie Handel treiben, wie sie Handel treiben, all das verknüpft sich. Es gibt Menschenhändler, die Filme herausbringen. Klang der Freiheit. Welcher Klang der Freiheit? Sie bringen Filme heraus. Es tut mir leid. Okay, ich höre das. Keinen Ton. Während sie Menschenhandel betreiben, während sie mit Menschenhändlern im Bett liegen, finanzieren Menschenhändler den Film. Ihr seid alle hingegangen, um euch das anzusehen, und dachtet so, juhu, da tut jemand etwas. Nein, niemand hat etwas getan, aber ihr habt euer Geld gegeben, um den Menschenhandel zu unterstützen. Ihr müsst aufpassen, was ihr tut. Passt auf, was ihr mit eurem Geld macht. Passt auf, wen ihr wählt. Pass auf, wen du vergötterst, denn du weißt nicht, wie tief diese Dinge gehen. Es gibt... Wichtig hierbei ist auf jeden Fall zu sagen, dass die ganzen Kids natürlich zu denen aufgesehen haben, weil das natürlich Fans sind. Das sind ihre Idole. Ob Denzel Washington, ob P. Diddy und andere prominente Leute, die dort natürlich verkehrt haben bei diesen Partys, die den Kindern irgendwo so ein Leuchten in den Augen verpasst haben, gezaubert haben. Wisst ihr, wie ich meine? Und da sagen die schlecht nein. Und auch noch, wenn die Erwachsenen zu den Kindern manipulativ wirklich in die einreden, dass das ja alles in Ordnung ist und dass der und der auch mal da war und Superstars geworden sind, dass die auch dahin können, aber dafür müssen die mitmachen. Versteht ihr, wie ich meine? So kann ich mir das Ganze vorstellen. Nun einfach schamlos die eigenen Fans ausnutzen. Und ich sag euch, vielleicht nicht in diesem Ausmaß, aber so etwas kann ich mir vorstellen, gibt es auch in Deutschland. Es gibt hier und da mal ein paar Skandale, die im Backstage passieren mit Nicht-Volljährigen, ja, was diese ganzen Rappern betrifft, diese Scharlatane, die alles gnadenlos ausnutzen dafür, dass die 5 Klicks haben. Aber das ist die harte Realität. Genauso auch wie YouTuber haben wir auch gesehen, dass die gnadenlos ihre Fans ausnutzen und auch wirklich da Dinge mit denen versucht haben zu machen, die abgrundtief ekelhaft sind. Und deswegen kann ich euch nur sagen an dieser Stelle, für meinen Teil, mit meiner Reichweite, mit meiner Verantwortung, passt auf eure Kinder, auf eure Geschwister auf. Was sie sich anschauen, was die, mit wem die verkehren und so weiter. Gerade in der heutigen Zeit, Leute, ist alles viel schnelllebiger, was TikTok angeht und so weiter. Aufpassen, wirklich attention. Aufpassen auf eure Kinder. Das kann ich nur sagen. Keine Wahl. Es gibt keine verdammte Wahl. Also tu es nicht. Und das ist keine politische Sache. Aber es gibt keine Wahl. Denn jeder ist schuldig. Jeder ist schuldig. Wen ruft ihr wegen all dieser Kinder an? Das Jugendamt. Fangt an, die richtigen Fragen zu stellen. Wer handelt mit diesen Kindern? Woher bekommen sie diese Kinder? Oh Mann. Als Diddys Haus durchsucht wurde, fuhr der Nachbar vorbei und sagte, ja, sie haben die Kinder um 3 Uhr morgens mit dem Bus gebracht. Wie bringen sie die Kinder mit dem Bus? Wohin würden sie gehen, um einen Bus voller Kinder zu bekommen? Oh Gott. Leute, dieses Video ist ein bisschen too much gerade für mich. Sage ich euch ehrlich, aber das ist die Realität anscheinend, ne? Also so wie sie es sagt, wenn es die Realität sein sollte, dann ist das nun mal halt so. Gott. Wir könnten das den ganzen Tag lang machen. Wir könnten den ganzen Tag lang Prominente aufzählen. Aber bis ihr Leute seelisch krank und angewidert seid und eine gerechte Wut entwickelt. Es ist irgendwie sinnlos, immer nur Namen zu nennen. Wir nennen schon seit Jahren Namen. Ich nenne ihnen ein paar Namen. Sie kennen sie aber nicht einmal, weil das Jugendamt sie vertuscht hat. Diese Namen sind wichtig. Das ist eine Menge. Sie werden sehen, wie mehr Kannibalismus ans Licht kommt. Denn das ist Teil satanischen rituellen Missbrauchs. Das ist ein Teil dessen, was diese Leute tun. Ich sage seit Jahren, sie sind nicht wie wir. Sie denken nicht wie wir. Sie handeln nicht wie wir. Sie haben keine Integrität. Das haben sie nicht. Sie sind einfach nicht wie wir. Sie schätzen das Leben nur, wenn es ihr eigenes ist. Und wenn sie diesen satanischen rituellen Missbrauch,
der hier stattfindet, erst einmal begriffen haben, können wir direkt mit dem MK-Ultra beginnen. Und für mich ist das Schlimmste vom Schlimmsten. Ich weiß nicht, was passiert ist. Mein Gehirn hat einfach abgeschaltet. Ich kann einfach nicht. Ich komme hierher zurück, wenn ich kann. Ich bin morgen wieder da. Gib mir bis morgen. Sharon sagte ihr, sie solle die Hälfte der eidesstattlichen Erklärungen zurückhalten. Warte mal eine Sekunde. Ich werde eins fallen lassen. Das tut es nicht, aber das ist egal. So, verstehst du, was ich meine? Es ist egal, bis es wichtig ist. Leute können den ganzen Tag Beweise fallen lassen. Es kommt ständig Scheiße raus. Ja, weil es immer wieder abgestempelt wird als Verschwörungstheorie. Bis am Ende das bestätigt wird und dann sagen die, wow, okay, krass, wow, 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 wow. Ich kann die auch irgendwo schon verstehen, ne? Was soll sie denn noch machen, außer Namen zu sagen und was soll sie noch machen? Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Andererseits, ich sag euch ehrlich, was ich mich auch gefragt habe, ne? Wenn ich jetzt ein Prominenter wäre und ich sehen würde, dass diese Person mich so hinstellt, dann würde ich diese Person anzeigen. Aber das passiert ja auch nicht. Oder wurde Ellie Carter angezeigt? Nicht, dass ich wüsste. Ich habe davon nichts gefunden. Wenn ihr was findet, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Aber das ist auch eigenartig. Ich glaube, kaum ein Prominenter würde sich das über Jahre gefallen lassen. Aber wenn da was dran ist, dann ist es natürlich schwierig, ne? Wenn sie selber auch sagt, dass sie selber betroffen wurde. Sie selber hatte mit diesem Denzel Washington, ihr wisst schon was, hat sie ja gerade erklärt. Und noch andere. Und das ist sehr, sehr kritisch, Leute. Ich glaube, da würde niemand irgendwie irgendwas einreichen und darüber dann diskutieren wollen. Lieber das alles totschweigen. Es ist egal, bis es jemandem persönlich etwas bedeutet. Es ist wichtig, was wirst du tun? Was wirst du in deinem Leben ändern? Wirst du diese Leute weiterhin vergöttern? Wirst du sie weiterhin mit deinem Geld unterstützen? Wirst du dir ihren Film über Menschenhandel ansehen, obwohl die Menschenhändler den Film finanzieren? Es ging um einen... Also werdet ihr weiterhin die Filme beispielsweise von diesen Leuten anschauen, obwohl sie so etwas getan haben? Damit tut ihr diese Leute weiter fördern, meint sie damit, glaube ich. Fiktiven Fall von Menschenhandel, bei dem du einfach mit jedem Überlebenden hättest reden können. Und er hätte dir mehr Informationen gegeben, wie... Jeder braucht eine Begegnung mit Jesus. Jeder braucht einen Realitätscheck in seinem Leben. Die Dinge sind nicht, was sie zu sein scheinen. Entweder du gehst diesen Weg weiter und steckst den Kopf in den Sand oder du wirst bis ins Mark erschüttert sein und tief in deinem Inneren diese gerechte Empörung finden und sagen, es reicht. Diese Kinder stehen unter unserer Aufsicht. Es gibt immer noch Kinder, denen Schaden zugefügt und die misshandelt werden, die von Tieren sexuell angegriffen werden und denen ihr Gesicht in ihr eigenes Erbrochenes gerieben wird, wenn sie krank werden. Sie werden geschlagen, wenn sie ihre Periode bekommen. Du verstehst nicht, was sie tun, aber das liegt unter uns. Das ist so grausam, das ist so verrückt. Mir fehlen die Worte. Unsere Aufsicht, unter meiner Aufsicht und unter deiner Aufsicht. Es liegt also an uns, was wir dagegen tun. Werden wir es weiterhin zulassen oder werden wir anfangen, die Leute zur Verantwortung zu ziehen? Werden wir die Leute zur Verantwortung ziehen und sagen, es reicht? Das wird nicht mehr passieren. Als ich jünger war, haben es alle zugelassen. Als ich in eine Pflegefamilie kam, hat niemand etwas unternommen. Es wird irgendwo wird schon ein Schuh draus, weil um diese Leute schert sich niemand irgendwas. Waisenkinder, Menschen in Pflegefamilien, wisst ihr, wie ich meine? Das sind so die ganz Armen der Armen, wenn ihr versteht, die nichts haben auf dieser Erde. Und das ist so grausam, dass sie gerade diese Menschen, generell Menschen auszunutzen, aber gerade perfide genau auf die gehen. Boah, das ist so wahnsinnig. Das ist so grausam. Niemand hat angerufen, um nachzufragen. Ich war ein Jahr lang verschwunden. Aus der Obhut des Jugendamts. Ich bin weggelaufen und habe selbst eine Entscheidung getroffen, als ich nach Russland versteigert wurde. Ich dachte, das reicht. Sie werden mich umbringen. Ich habe versucht, meinem Sozialarbeiter zu sagen, dass es noch in den Unterlagen ist. Ich habe den Vorgesetzten angerufen. Wir haben den Ombudsmann angerufen. Sie werden mich umbringen. Könnt ihr mir alle helfen? Wenn sie weiterreden, schicken wir sie nach Arizona und niemand wird sie jemals finden. Ich sagte, in Ordnung, ich werde selbst eine Entscheidung treffen. Ich war ein Jahr lang verschwunden. Niemand hat mich gesucht. Man konnte erkennen, wen es interessierte, denn das sind die Leute, die in den Anrufunterlagen stehen. Als ehemalige Sozialarbeiterin kann ich Ihnen sagen, dass der einfachste Weg, Kinder in den Menschenhandel zu bringen, darin besteht. Sie nehmen ihnen die Kinder einfach weg. Sie pflegen die Kinder. Und wenn die Kinder dann verschwinden, sagt das Jugendamt, die Verantwortung der Pflegeeltern besteht darin, dass sie zum Telefon greifen, die Notrufnummer 911 anrufen und sagen, ich habe ein Pflegekind, das ist weggelaufen, und das entbindet sie von jeglicher Verantwortung, also. Was ist das? Was ist das? Alles, was von diesem Zeitpunkt an mit dem Kind passiert,
liegt nicht mehr in ihrer Verantwortung. Das entbindet das Jugendamt von der Verantwortung und niemand macht sich die Mühe, nach dem Kind zu suchen. Sie lassen sie nicht nach dem Kind suchen. Sie haben mich ganz schnell aus dem Netzwerk der vermissten Kinder genommen. Viele vermisste Kinder werden als Ausreißer abgestempelt und niemand erfährt, was mit ihnen passiert. Das Jugendamt ist die Pharmaindustrie für Kinder. Niemand zieht sie überhaupt zur Verantwortung. Das können sie nicht. Es gibt keine Aufsicht für das CPS außer dem Ombudsmann, der sehr, sehr lax ist und eine sehr, das ist keine Aufsicht. Und sie denken, ich bin ein guter Vater, also wird das CPS nie an meine Tür kommen. Das stimmt nicht. Wenn ihr Kind auf dem Radar von jemandem gerät, wenn ihr Kind auf dem Radar von Menschenhändlern gerät. Die Leute denken wirklich teilweise, weil es auch viele Scharlatane da draußen gibt, die halt Thumbnails benutzen und auch die völlig überzogen sind und Titel benutzen auf YouTube für ihre Videos, damit die Leute draufklicken. Aber was soll ich denn hier für einen Titel nehmen, Leute? Ich frage euch, was würdet ihr jetzt für dieses Video, was würdet ihr für einen Titel nehmen? Ich will ja nicht mehr übertreiben, aber hört euch das selber an. Was sind das für Stories, Mann? Was sind das für Details? Ich muss mich noch zurückhalten. Versteht ihr, was ich meine? Boah, Wahnsinn. Können Sie eine Beschwerde einreichen? Sie können einen Anruf tätigen. Sie können ein korruptes CPS und einen korrupten Polizisten zu Ihnen nach Hause schicken. Und Sie nehmen Ihnen Ihr Kind weg. Und das war's. Es spielt keine Rolle, ob Sie ein guter Vater oder nicht sind. Hat nichts damit zu tun. Sie nicht monetarisierten Ermittler sollten anfangen, beim CPS nachzuforschen und herauszufinden, was. Okay. Hat abrupt einfach geendet. Ist wirklich harter Tobak, Leute. Ich kann nichts mehr hinzufügen. Außer, das ist ein wichtiges Thema. Wenn ihr ihr Glauben schenkt, verbreitet das Video, Leute. Ihr seid die Besten. Dankeschön fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Ciao, ciao, ciao.